Klaus Wilk aus der Halle 7 der Hannover Messe Industrie 2017. Hier schlägt der Puls dieser Messe. Das Thema Industrie 4.0 dominiert die gesamte Diskussion hier. Neben mir steht Dr. Daniel Holz, der Managing Director der SAP Deutschland, und wird mir seine Erkenntnisse zum Thema Industrie 4.0 jetzt gleich mitteilen. Herr Holz, der Umgang mit IT ist für produzierende Unternehmen wichtiger denn je, aber nicht unbedingt die Kernkompetenz. Wie schafft es Deutschlands größter Softwarehersteller, Software so zu gestalten, dass die Nutzung effizient und einfach wird und den Maschinenbauer beispielsweise nicht überfordert? Gerade im Umfeld von Industrie 4.0 sind die Unternehmen heutzutage über diese ursprüngliche erste Phase, die wir gesehen haben, mit der reinen Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung schon einen Schritt weiter. Im nächsten Schritt wird es darum gehen, nun zunehmend auch datengetriebene Geschäftsmodelle zu realisieren, mit denen die Maschinenbauer auch neue Umsatzquellen im Markt erschließen können. Um sie dabei zu unterstützen, dass sie also nicht jetzt große Informatikabteilungen aufbauen müssen, stellen wir sehr einfach bedienbare, nutzerfreundliche Software zur Verfügung im Rahmen beispielsweise der SAP Cloud-Plattform. Welche Rolle kommt in einer IoT-Umgebung eigentlich dem Thema ERP zu? Welche Rolle spielt eigentlich noch das ERP, das klassische? Das ERP ist von zentraler Bedeutung für Industrie 4.0. Es ist der digitale Kern, wie wir es nennen, das Herz, in dem alle Prozesse beginnen und enden. Wenn Sie zum Beispiel denken an einen Serviceauftrag, der Servicetechniker fährt raus zum Kunden, er muss den Auftrag ja irgendwo herbekommen, er muss die Sensordaten von dem Bauteil im System haben, damit er sieht, was eigentlich vorgefallen ist. Idealerweise sieht er auch die Historie, was an der Maschine schon ausgetauscht und repariert wurde. Er muss die Arbeiten mit den Ersatzteilen, die bestellt wurden, durchführen und am Ende muss das Ganze noch fakturiert werden. Das geht nur, wenn man den Prozess end-to-end abbilden kann und dafür braucht man im Kern ein ERP-System, idealerweise ergänzt um die IoT-Komponenten von SAP, SAP Leonardo. Insbesondere in Cloud-Umgebungen, Herr Dr. Holz, kommt ja dem Thema Sicherheit eine besondere Bedeutung zu. Wie gewährleisten Sie für Ihre Anwender Sicherheit in der Cloud? Ich stimme Ihnen zu. Sicherheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei Industrie 4.0-Anwendungen. Sicherheit ist Teil der DNA von SAP. Wir sehen Sicherheit zum einen schon auf dem Weg der Übertragung der Daten, sichere Umgebung, die Gewährleistung von sicheren Industrie 4.0-Anwendungen und beispielsweise auch die hochsichere Anbindung von Sensoren und von Maschinen an die ERP-Systeme des Unternehmens. Insofern ist Sicherheit von absolut hohem Stellenwert und wir gewährleisten das mit den Lösungen der SAP. Wie ist eigentlich das Selbstverständnis von der SAP in Sachen IoT? Also wie sehen Sie sich im Rahmen dieses gesamten Industriegefildes? Welche Rolle schreiben Sie sich selber zu? SAP sieht sich als langjähriger und zuverlässiger Partner unserer Kunden, insbesondere im deutschen Fertigungsindustrie, Maschinen- und Anlagenbau. Und wir sehen uns in der Rolle, dass wir unsere Kunden nun auch begleiten auf dem Weg in die Digitalisierung. Wir bieten dazu verschiedene Lösungen an, die ganz klar auf Industrie 4.0 zugeschnitten sind. So zum Beispiel das hier angekündigte SAP Leonardo Portfolio, das sämtliche Funktionalitäten umfasst, die man im Bereich Industrie 4.0 benötigt, um damit Mehrwerte im Markt zu generieren.